Das Falten der üblichen Module ist hinreichend bekannt. Ich zeige in diesem Video, wie die schmaleren Spitzen zustande kommen, sowie das Mixmodul und das Verbindungsmodul. Die dazugehörigen Sterne sind das für 36 Grad und das für 30 Grad. Ich fange mit diesem an. Das Modul wird aus einem kompletten DIN A4-Blatt gemacht. Zur Vorbereitung braucht es eigentlich nur diese Markierung im Abstand von 3,4 cm vom Rand. Das kann man am einfachsten machen für alle Blätter, indem man das Papier so auffächert und die Markierung insgesamt da macht. Das Ganze natürlich auf beiden Seiten, weil es ja symmetrisch sein muss. Also zweimal 3,4. Und die Markierung wird nachher nach innen gefaltet. Ich habe Papier vorbereitet, um das zu zeigen. Das ist jetzt meine vereinfachte Falttechnik, die ich auch schon in anderen Videos ausführlich vorgestellt habe. Für den Mitzelfalz benutze ich immer eine Metallplatte als Anschlag. Man kann natürlich auch ein Brett oder etwas anderes nehmen und falte dann gleich alles, was ich brauche. Das ist dann ein Aufwasch. So, mache ich mal drei. Das sollte reichen zum Zeigen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Die Markierung noch mit Bleistift ist nicht so gut zu sehen. So, dann drehe ich das Ganze, dass der Mittelfalz oben ist. Eine Unterlage mit Kontrast ist da hilfreich. Und jetzt falte ich das Papier so, dass die Markierung genau an meinem Mittelfalz anstößt. Und gleich hinterher ein zweites Mal, dazu so etwas über den Finger rollen, rund hinten schauen, dass die Ecke nicht über den Mittelfalz drüber kommt. Sonst hat man hinterher Probleme. Dann das Ganze wenden, dass der Mittelfalz oben bleibt. Das ist genau dasselbe wie bei den normalen Modulen. Oh, jetzt habe ich mich gleich vertan. Also hier wieder bis zur Markierung überstehen lassen. Überschlagen über die Kante, das Ganze wieder wenden, Mittelfalz bleibt oben, so auseinandernehmen und so gegeneinander schieben, die offenen Enden, dass diese Raute entsteht. Jetzt sollten, wenn ich es richtig gemacht habe, die überstehenden Ecken hier drin Platz haben. Die überstehenden Ecken wieder einschlagen. So. Und jetzt hier vor dem Knicken am besten noch einmal glatt machen. Mit dem Finger hier drüber. Das erste Modul ist fertig. Ich mache gerade noch mal zwei andere ohne Kommentar.
2. Was ich immer mache, wenn ich 10 Stück gemacht habe, lege ich die zusammen und drücke sie nochmal fest zusammen. Dann rutscht sie nachher beim Zusammenbauen wie von selbst ineinander. So, was jetzt noch zu tun ist, ich glaube, man sieht es schon gleich, diese kleinen Eckchen noch abschneiden, die stören sonst. Kann man einfach so machen, indem man hier schaut, wie weit es übersteht. Es ist ja nicht die Welt. So, jetzt kann das zusammengesteckt werden. Eine Besonderheit ist noch, dadurch, dass die so weit ineinander greifen, würde ich bei dem Zusammenstecken einer kompletten Spitze erst 2er Päckchen machen. Beim kompletten Stern kann man 10 solche Dinge vorbereiten. Und dann kann man nämlich die in einen hier reinstecken. Das ist jetzt mit dem großen Papier natürlich nicht ganz so leicht unter der Kamera. Ja, normal gehe ich nicht so brutal mit dem Papier um. So, was man sieht, ist das Muster hier in der Mitte. Und die komplette Fläche geschlossen.